Kennt ihr euch? Ja, hey, wir kennen uns. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Hey, so, Vanessa. Hey, Matthias, guten Tag, hallo. Ich grüße dich. Hey, Vanessa, schön, dich kennenzulernen. Guten Tag, schön, dich kennenzulernen. Gott, seid ihr gut drauf. Das ist ja schön. Ja, voll, klar. Ja. Du siehst fantastisch aus. Ist gut. Oh, danke schön. Ja. Dank. Ihr seht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ziemlich gut. Das, nee, das war... Nee, also fantastisch und ziemlich gut. Ist, also, aber na gut. Ihr seht großartig aus. Woher kommst du denn her? Okay, super. Jungs, kann die damals, aber da bin ich erst zugestoßen. Ich habe nichts mit dem Namen zu tun. Aber lustig. Hammer. Jungs, ich muss anfangen, sonst geht meine Zeit flöten. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, Carsten. Hey. Carsten? Sit. Zuerst will ich von euch wissen, dieses Frettchen. Machen Frettchen wirklich solche Geräusche oder hat es jemand synchronisiert? Nee, das Frettchen macht solche Geräusche. Wirklich? Ja, das ist niedlich, oder? Das war unglaublich. Ja, ja. So, genau, so machen wir. Guck. Genau. Hallo. Ja. Und dann am Ende? So. Ja. Nein. Ich könnte euch das ganze Interview jetzt nur solche Geräusche machen lassen. Ja, Finn, dann hast du ein geiles Interview gemacht. Im Film kochst du ja für Matthias und das Gericht... Hühnchen im Mandel. Genau, Hühnchen im Mandel mit Ketchup als Beilage. Poulet frites. Gut aufgepasst. Ich würde gern von euch wissen, ob ihr ein Gericht habt, das ihr also richtig gut und gern zu Hause kocht. Wenn zum Beispiel Freunde kommen. Also ich wirklich, und das mache ich auch echt gut. Also bei mir muss man echt kommen, um ein Bratei zu essen. Das ist eigentlich, also man kann auch Spiegelei sagen. Ja. Das kann ich gut. Ich kenne das nicht. Mit Lauch. Ja, Herausforderung, ja. Ich kann Rührei super. Ja, ja. Also wir sind Eierexperten. Ja, Eier. Und du? Eier. Kannst du so ein Ei kochen? Estragonhühnchen kann ich gut. Ach, naja, das. Ja, ja, gut. So. Estragonhühnchen und Kindertomatensoße. Kindertomatensoße ist nicht einfach. Okay, ich kann auch Wirsingkohleintopf, so. Nicht schlecht. Wieso? Darf da nicht so viel Gewürz rein, oder was ist mit der Kindertomatensoße? Wirsingkohleintopf. Nee, weil diese Kindertomatensoße muss süßer schmecken. Ah, mehr Ketchup rein. Ja, Zucker rein. Zucker. Das ist der Punkt. Oder Gummibärchen. Saft. Ja, Gummibärchen. Oh Mann, ey. Die Grünen. Ja. Matthias, du bist ja im Moment noch der einzige Papa in der Runde, oder? Nee, Friedrich hat zwei Kinder. Du hast zwei Kinder. Habe ich mittlerweile auch zwei. Wow. Ja. Wirklich? Ja, zwei. Wow. Ja, Tom, dann bist du da. Oh ja, wie jetzt kann ich mit Tom reden. Wie sieht's denn aus? Aber gut übergeleitet. Tom hat Kinder. Das hat echt der Mann gemacht. Wirklich, ja, ja. Ich hatte keine. Ich hatte überhaupt. Okay, aber Tom. Aber er wohnt in Köln. Tom? Ja. Ich habe 10 uneheliche Kinder in Russland. Freust du dich denn schon? Hat der Film dir jetzt Vorfreude gemacht aufs Papa-Werden? Ja, ich habe generell Bock auch auf Kinder. Also war halt noch nicht so der Moment und ich hole mir auch immer Tipps von den beiden. Die können sie gute Tipps geben? Die sind super Väter, die beiden. Die sind total, die haben auch, also ich meine... Würdet ihr zweimal aufpassen? Aber Matthias' Tochter kenne ich schon und die ist ein Knaller. Und das hat er gut hingekriegt. Und was gebt ihr ihnen dann so für Ratschläge? Wem denn? Tom. Unseren Kindern. Tom, such dir die richtige Frau. Und dann entscheide, ob du mit dieser Frau ein Kind haben willst. So. Das haben wir ihm gesagt. So, oder? Cool, ja. Dann haben wir ihm tief, wir haben zu ihm gesagt, look us in our apple. Look me in the apple. Und dann haben wir ihm gesagt, pass auf, Tom. Wenn du Kinder machen willst, dann such dir die Frau dafür, dann mach mit der Kinder. Das haben wir so gesagt, war's. Super Ratschlag. Ja. Das haben wir gemacht. Ich finde es besonders schön, dass der Film in München spielt, weil ich ja hier lebe. Wie fandest du den Film eigentlich? Ich fand ihn schön. Ich fand ihn echt schön. Ich finde auch, das ist so, sind allgemein, Matthias, deine Filme, man geht mit einem Gefühl raus, das Leben ist schön. Und das mag ich. Das sind so Wohlfühlfilme. Das ist sehr lieb von dir. Wo wir bei dem Thema sind, habt ihr so einen... Hast du einen Freund? Nee, Mann, Scherz. Wo wir bei dem Thema sind, habt ihr denn einen Film, den ihr anschaut, wenn ihr gute Gefühle braucht? Oder den ihr immer wieder anschaut, um... Ja. Ich finde, die Frage ist berechtigt. Nee, nee, ja, absolut. Also bei mir sind es die Fickfäden des Fort zum Figaro. Man denkt aber automatisch an gute Gefühle. Danach geht's mir immer super. Ja, ja, Räuber Fotzenklotz. Ja, ja, ja. Dornmöschen auch immer, ja, genau, immer rein. Oder Robin Hood. I.
Ja, Schneeflittchen und die geilen Zwerge. Buffalo Bill. Und einen, der vielleicht nicht so einen Titel hat? So einen echten Film? Basic Instinct. Das ist unmöglich. Ich tatsächlich kram ich immer mal wieder Dumm und Dümmer raus. Ja, ey, das aber ey, Leute, wir einigen uns alle auf Dumm und Dümmer, ja, oder? Ja. Komm her, das ist ja absolut. Genau. Und ich hab ihn wieder hingekriegt. Ey, ich hab ihn wieder hingekriegt. Ja. Ich hab ihn wieder hingekriegt. Ja, genau. Guck mal, ey, das fühlt sich an, als ob man total schnell rennen kann. Nette alte Dame. Nette alte Dame mit dem Hut. Wenn wir zusammen sind, ist es meistens wie so ein kleiner Kindergarten, der aufeinander trifft. Aber alle Stufen, von 1 bis 4. Ja. Ja. Ja, Hut ab. Also mit der Nasenflöte, ich hab's nicht einmal hingekriegt. Was? Nee, ich kann nicht Nasenflöte spielen. Ist das so schwierig? Ich find's auch schwierig. Ich find's voll schwierig. Ich hab zwei zu Hause mittlerweile. Ich hab irgendwann Sexy Back gespielt auf dem Ding. Ja. Und dann macht yeah. Genau. Ja. Wir sind Movie Maniacs! Vielen Dank, das war großartig. Danke fürs Interview. Danke dir, ja, das war großartig mit dir. Vielen Dank, wir sehen uns heute Abend bei der Premiere. Ja, hoffentlich. Vielen Dank.